Hallo Roland, braun und abgebrannt. Ich arbeite im Gegensatz zu dir. Du hast ein Drei-Tage-Bad, das heißt, im Moment brauchst du dich nicht zeigen an der Öffentlichkeit. Oder fällt das schon unter das Vermummungsgesetz? Wie bist du dann zum Sänger geworden? Das ging los irgendwann mit 7 Fässer, war das dein erster Hit? Nein, mein zweiter. Was war denn der erste? Der hieß Frei, das heißt allein. Kenn ich nicht. Also was? War es doch der erste. Ich möchte ihm halt noch ein bisschen was aus der Nase kitzeln, auch wenn es ja schwer ist heute. Ein guter Sänger muss ja nicht immer ein guter Verbalakrobat sein. Das verlangt auch keiner von ihm. Es gibt keinen Grund, komisch zu sein, nur um komisch zu sein. Ich weiß jetzt bis heute noch nicht genau, bis zum Moment noch nicht genau, ob das jetzt so eine Masche ist. Und nachher, wenn alles vorbei ist, Alter, war das so gut, Mann, oder ob du so verletzbar bist, dass wir im Grunde gar nicht mehr über dich sprechen dürfen. Wir dürfen auch nicht mehr über dich denken. Ich hätte eigentlich gar nicht herkommen dürfen. Oh, jetzt kommt Applaus. Und warum hättest du nicht herkommen dürfen? Das kann ich dir sagen, weil die Form von Talkshow mir nicht gefällt. Ich bin zu einer Talkshow eingeladen. Und ich hier als Stimmungskanone eingeladen. Du schuldest deinem Publikum heute Abend, dass du sie unterhältst. Und nicht, dass du sauer bist. Nein, das kann man nicht programmieren, Heidi. Tut mir leid. Na ja, dann hast du einen Fehler gemacht. Richtig, ich sage ja, ich hätte nicht kommen sollen. Ich finde das richtig, was Sie sagen, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß mit meinen Kollegen. Alles Gute, tschüss. Da war er weg, der gute Roland, ne? Ja. Wann hast du denn gemerkt, dass er das gar nicht so lustig findet und dass ihm das ein bisschen gegen den Kamm geht? 2 Minuten vor seinem Abgang habe ich das gemerkt. Da war er nicht mehr zu retten.